Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und diesmal wollen wir uns, Kater, weg von meinem Kabel, diesmal wollen wir uns Snooker angucken. Einige von euch haben ja gefragt, ob ich euch das zeigen The kann. Final frame. And this is massive. That's it. That's the win. What a final. What a match. Oh, what a shot that is. Ein bisschen laut. In it goes. Beautiful. Ich sag euch gleich, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut darin. Ich habe auch noch nie Snooker gespielt, normal Billard, ja, aber Snooker noch nicht. Ich werde auch in 4K aufnehmen, so wie es von der PlayStation 4 Pro kommt. Ohne HDR, weil YouTube damit ein bisschen Probleme hat, wenn ich da was hochlade. Wo ich stehen bin? Genau. Also in 4K ohne HDR. L2. Ne? Gehen Sie dann zur nächsten Phase über. Jetzt hat das automatisch gemacht, okay. Bewegen Sie den rechten Analogstick nach unten. %, okay. Und gerade mal 8%. Kann ich selber variieren, okay. Ah, schade. Aber trotzdem noch gut, oder? Ja. Wir spielen einfach mal drauf los.
Deutscher bei? Sind die Deutschen nicht gut genug dafür, oder was? Ah, Hongkong. Schweizer. Also Engländer sind ganz viele vertreten und Chinesen und... Ach, da haben wir einen Deutschen. Na, dann nehmen wir den einfach mal. Meine Frau hat mir gerade Bild geschickt von unserer Tochter, die ist nach dem Essen eingeschlafen. Also ich war beim Breiche machen mit bei, aber dann hat sie noch die Flasche gegeben. Und bin dann halt runter. Ich habe von Snooker überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum da rote Kugeln sind. Ich weiß gar nicht, was ich anstoßen soll. Das ist ein bisschen sehr weich. Ich muss den Analogstick wirklich ganz sanft drücken. So. Dann werden wir das einfach mal versuchen, gucken, was passiert. Machen wir nur mit 50%. Scheiße, zu spät. That's a foul. He'll be disappointed with that. Foul and a miss. Luca Brasil, 4. Well, he's asked for his opponent to play again. He'll be aware of the risks associated with playing this with too much pace. Pink ball foul, avoidable really. Also die Roten dürfen nicht kaputt gehen. Foul and a miss. Luca Brasil, 6. He'll have to really concentrate here. A third miss and he's lost the match. Ich habe damals auf wie hießen sie? He's elected to play on here. Also ganz früher, also deutsches Sportfernsehen, das gibt's heute so gar nicht mehr. Ab und zu mal reingeguckt, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie mit den Regeln vertraut gemacht. One. This is tough. No, not quite. Pretty close though, but that won't provide any solace. Luca Brasil, 1. Also nicht, dass ihr euch wundert, was ihr hier gerade hörtet. Falls ihr das hört, mein Bauch knurrt gerade. You'll be conscious of not overhitting this. Pace is key. Not what he intended at all. Gucken, was er That's macht. A poor shot.
Also vom Feeling ist das echt cool. No real problem here. Es ist aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du sonst einfach mit der Analogsticks ganz normal so bewegen kannst. Hier kommt es wirklich auf jede. Also du darfst den Analogstick nicht doll machen. Wirklich nur ganz hauchdünn. Dann geht da wirklich nur minimal vor. Tricky shot here. Oh, so close. He needed some luck there and he didn't get it. Oh, und ich wieder mitten drin in der Route. Ganz toll. Look at Brazil. One. War ein bisschen zu doll. This should be straightforward enough. Careless shot there. One. Also ich bin wirklich nicht gut drin. Wie gesagt, ich kenne die Regeln noch nicht. Ich spiele es eigentlich nur, um mit euch mal zu zeigen. That's a pretty poor attempt, really. Mhm. Look at Brazil. One. Ah, hätte ja klappen können. Aber wenn die jetzt, wenn die ein bisschen stärker macht, wäre die gelbe drin. This should be pretty straightforward. Ja, so easy kann die Uhr einlochen, wenn sie richtig liegt. Habe ich ihm natürlich ordentlich in die Licht. Three. Ist da nicht normal. Four. He's lining the black up. Ist da nicht. Excellent positional play there. Inch perfect. 11. Also die Fabian-Kugeln, die kommen wohl immer wieder hin. This is really tricky. He's missed it. Wir sind zuerst eine rote und dann macht er eine farbige. Okay. Look at Brazil. 11.
So, und... Ich hab doch... Naja, ist klar. Jetzt haut er die rote drin, die orange kann er drin hauen, da drüben kann er rote drin hauen. Die gelbe schafft er bestimmt auch. Aber ich habe einen Punkt. Das ist ja schon mal, ich verliere nicht 0 zu, weiß ich was. Ich habe schon mal einen Punkt. Das ist schon mal viel wert. Achso, ich bin dran. Ne? Ach du Scheiße. Na komm. So. He needs to be careful of not overhitting this. That's careless. And a foul. Foul and a miss. Lucas Plekas, 1. Luca Brasil, 4. He's playing on from this position. Wieso ist er denn jetzt dran? Also mein Anspielen... Achso, stimmt, da war irgendwas. Man muss immer eine rote anspielen. 1. Und danach kann man... Aber die war doch gar nicht drinne. Sie muss nicht drin sein, weil ich hatte vorhin eine rote angespielt, aber ich habe nicht gesehen, dass eine reingegangen ist. Das ist ein lustiger. Ist doch gut. Ist gut. Ist gut. Leg dich hin. Papa sieht doch nichts. Hm? Ist doch gut. Der Papi sieht doch gar nichts. Frame conceded, frame and match, Lucas Kleckers. Was? Zeitüberschreitung bei Verbindung zum anderen Spieler. Habe ich online gespielt? Lied. Okay, doch, das ist online. Dann machen wir mal Karriere. So gerade aussieht wie ein Streber. Also manchmal steht Glatze ihm jetzt nicht gerade. Guck doch mal, der sieht da aus. Der sieht doch nicht aus wie ein Sportler, der sieht aus. Oder. Snooker-Spieler, der sieht eher aus wie so ein Streber aus der Schule, der, was weiß ich, jetzt so Sheldon-mäßig, der studiert oder so. Ach, der macht einen charismatischen Eindruck. Schwierigkeitsgrad einfach. Zielhilfe Amateur. Amateur. Matchlänge kurz. Hier auch noch? Nee.
kann noch was anpassen. Ah, okay. Ich hab noch gar nichts. Kaspersky-Riga-Match, okay. The players are ready. It's time to start the qualifiers for the Riga Masters. Thank you, ladies and gentlemen. Also rein die Optik, muss ich sagen, macht echt was her. Leider ist alles nur in Englisch. Menü ist Deutsch, ja klar. Aber die Sprecher sind ja meistens Englisch. Und ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Hätte ich davon Ahnung, könnte ich vielleicht doch noch ein bisschen was reißen. Und ich bin nicht gerade der Feinmotoriker. Deswegen habe ich hier mit dem Justieren ein bisschen. Also einmal zu viel gemacht. So, lassen wir das jetzt einfach mal so. Dann machen wir mal 100, dann geht der dahin. Not an easy safety this. Hätte klappen können. He's not played that well. Tough shot, but he could have played it better. Eine rote hat darin jemand, jetzt darf er eine farbige. I can't see any problems here. Five. Pace is key. Six. He's taking this green on. It's magnificent pot. Superb cue ball control there. Ideal position. Nine. He's looking to pop this into the right corner. Oh. He's lost position here. Ten. He won't want to underhit this shot. Ja, David Gilbert, weit weg. Ten. Wie soll ich denn da was reißen? This is not easy. That's really close, but not quite close enough. It sah so gut aus. It sah so gut aus. Sehr gut, Digga. Nine.
Ja, ist klar. Ich pack die ihm schön hin und der kann dann schön versenken. One. Ja, die haut da natürlich auch gleich rein. Ey, das ist doch unaufholbar. Five. Just wants to sink this into the. Ach komm, left die rote schaffst du auch noch. Oh, hast du nicht geschafft. Armes Tok Tok. David Gilbert, five. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Ach, die geht nicht rein. Ein bisschen investieren, so. So. Ich werde trotzdem nicht reingehen, aber. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Ah, knapp. Jetzt kann er die rote natürlich super reinhauen, einfach von oben rein. This is tough. Hab ich doch gesagt. One. Well, he's taking it on. Hau die grüne Ogrinnerin. Mensch, warum nicht? Position looks pretty good to me. Na komm, taste dich ran, noch eine rote und dann eine schwarze. Now, can he drop this into the right corner? David Gilbert, 4. The rest makes this a little more difficult. Endlich. Impressive shot with the rest. Aber jetzt liegt die Weiße so beschissen. Ich treffe kein Loch. He's playing the safety shot here. Och, hätte der klappen können. Ah, die blaue ist ein Stück weiter nach links. That's not ended well. Tough shot, but not what he was hoping for. Aber ich verliere wenigstens nicht 1 zu 0. John O'Sullivan, 1. 0 zu noch was. Ja, mach die rote ruhig rein, klar. Beautiful. He's cheering extremely Och, well. Und die Weiße schön hingelegt. Och, da kannst du schön die Schwarze reinsammeln. Towards the left middle pocket. Oder erstmal die Grüne. Excellent pot. Wonderful pot. Outstanding effort. Four. Five.
This is tough. Ist doch nicht. Outstanding pop. That's right out of the top drawer. Dann machen wir mal alleine am Gang zu Ende. Very nicely. Nein. Die untere rote nimmt das sich jetzt garantiert vor. Nee, die obere, okay. Ten. He's playing the pot here. Mensch, hast du ja Glück, dass der so gut liegt, warum? 14. Yes, he's taking the pot on. Fabulous, absolutely fabulous pot. Well, he couldn't have played that any better. Superb positional shot. 15. Looking to pot this brown. That's a fabulous pot. Position looks very good here. He's played that very well. 19. Oh, God. 20. Tough shot coming up. Oh, du hast bei dich getroffen. Oh. David Gilbert, 20. Oh, zu lasch. Well, that will annoy him. Zu lasch, nein! Ich wollte diesmal nicht so teuer aufmachen. Nicely onto the green. One. Ist das scheiße. This really is tricky. Brilliant, Paul. Outstanding. They don't come much better than that. He couldn't have played that any better. Five. So, just the red required here. I verliere haushoch. Nicely done. Yeah, and that should be it. Past the point of no return in this match. Six. That's a top shot. That's a wonderful, wonderful pot. Nine. He's looking to pop this into the right corner. What a top pot that was. Eine rote. Very tricky shot coming up. Die geht natürlich auch in Esther nicht. 15. Ja, das schafft er nicht. Wow, he'll be thrilled with that. 16. 18. Just the colours to go. David Gilbert, 18. He really doesn't want to underhit this shot. Foul, and that could cost him. Ich hätte, glaube ich, die 8 drin machen sollen. Foul. David Gilbert, 6. Free ball. He doesn't fancy this, and has handed it back to his opponent. Ich weiß doch gar nicht mehr, welche eine 6 ist.
He'll be conscious of not overhitting this. Pace is key. I'm not sure what happened there, but that's a poor shot. It shouldn't be there. Foul. David Gilbert, 5. Free ball. Safety here, I think. Ist doch aber gar keine rote mehr da, die ich anspielen kann. That's a poor shot, really. Two. David Gilbert, 2. This is not easy. Wir sind noch ein paar Punkte. 3. Vielleicht doch bis auf die Seite. Nee. Ich werde es einfach versuchen. Lining up the brown. Seven. Ich nehme jetzt da oben unten rein. Ich könnte sie versuchen. So, vielleicht geht sie in der Mitte drin. Bis nach oben ist mir jetzt zu riskant, da kann so viel passieren. He really needs to be mindful of pace here. Doesn't want to overhit this. Sag ich ja. Boah, die liegt so geil. Die liegt so geil. Ich werd bescheuert, ey. Seh dich doch. Ich kann, es geht nur schief. This foul could cost him. Foul. Ich hab ja gehofft, dass er foul. Da vorbei David geht. Gilbert, 6. Well, he's playing on here. Tough shot coming up. What a shot that is. Seh dich doch. Du schnurrst. 5. He's taking this on. Er ist noch die schwarze Nadel. Oh, that's right out of the top drawer. Boah, ey. Ein Beweis des Versagens. Eleven. Frame and match. David Gilbert. And he's through. Oh no, doch hat er gewonnen. Hat er gewonnen. Ja, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Ich wollte es euch ja nur zeigen. Aber ich habe nicht 0 zu wissig was verloren. Ich habe wenigstens ein paar Punkte gemacht. Nicht viele. Ein bisschen. Come on.
wir hier noch? Karriere, Rekorde. Trophäenschrank. Audio haben wir noch zum Einstellen. Tutorial, Regeln. Ach, Regeln? Sogar Regeln. Okay, die hätte ich mir vielleicht doch vorher durchlesen sollen. Oh, das ist mir jetzt aber zu viel zum Lesen. Also kurzform sieht das jetzt hier nicht aus. Auf jeden Fall Sound und Lüt ist Englisch, ja klar, ein bisschen mehr so. Aber Menü, seht ihr, das ist Deutsch. Grafik sieht gut aus, ist ja nur ein Billardtisch, aber die Kugel und wie sie rollen. Und selbst denn, wenn man sagt, wo sie lang rollen soll oder wenn sie über der Bande geht, ist das echt gut gemacht. So, nichtsdestotrotz würde ich mich denn hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wie gesagt, ich habe abgelost, es tut mir leid. Aber es ist nun mal nicht mein Spiel. Ich kenne die Regeln nicht. Ich habe es nur für euch gemacht. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.